Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Horse. Ja, endlich geht's mal weiter hier bei Horse. Ich habe schon wieder übelst viel Nachrichten. Wir gucken uns das aber erstmal dann an. Wir gucken, passen auf meine Pferde. Ich habe ja jetzt zwei. Ich habe jetzt noch einen Tinker gekriegt. Wie heißt denn mein Tinker? Wieso hat mein Tinker noch keinen Namen? Entscheidet einen Namen für mein Tinkermädchen. Stute decken. Oh. Oh, da muss ich meine Stute decken. Leute, da müsst ihr mal eine... Oh, guck mal, ist mein... Es ist immer noch nicht in einem Reitzentrum. Oh. Oh, da muss ich mir wieder ein Reitzentrum von euch suchen. Wo finde ich jetzt ein Reitzentrum? Schickt mir eure Reitzentren. Da muss ich, glaube ich, gleich nochmal wirklich in die Kommentare gucken. Und ich brauche einen Namen für mein Tinkermädchen und dann natürlich auch für das Baby dann, ne? Machen wir das jetzt gleich mal. Was machen wir mit Peter? Können wir die Namen auch im Nachhinein noch ändern? Weil wir müssen ja jetzt die Stute decken, oder? Ach so, frei. Für einen deiner Stuten, für ein Spiel reservieren. Stuten. Kann ich das dann mehrmals machen? Weil dann kann ich auch für einen für euch, oder? Das geht doch bestimmt auch. Aber ich muss das jetzt machen, oder? Weil, damit ich das gelernt habe. So. Okay, bravo, dass das da anbieten darf. Blablabla, Stute, reservierten Decksprünger. Ah, der von anderen Sprünger. Kannst du. Aha, jetzt habe ich einen Hufglockenbonus. Nachdem du deine Tinker einen Decksprung angeboten hast, kannst du nur gedeckt werden, um später einen Fohlen zu gebären. Okay. Okay, und jetzt muss ich hier Stute decken machen. Nee, warte mal, ich muss auf Peter gehen. Naja, ich muss auf meinen Tinker gehen. Peter, ja, Decksprung. Und. Aha, so geht das. Und jetzt kann ich... Das kostet mich 200? Ich dachte, das ist kostenlos. Was soll denn der Scheiß jetzt? Dann will sie in 12 Monaten einen Fohlen zur Welt bringen. Und dann musst du 200 für die Tierarztkosten bezahlen. Ach so. Aha. Ja, Leute. Wenn ihr von Peter gedeckt werden wollt, dann... Also habt ihr doch schon mal... Kann ich das jetzt gleich wieder machen? Ich weiß nicht. Ich denke, ich muss das machen, um da durchs Tutorial durchzukommen, oder? So, jetzt wurde mein Tinker-Mädchen, für das ich noch einen Namen brauche. Brauche ich auf jeden Fall noch eine Pension. Da muss ich gleich nochmal in die Kommentare reingucken. Eine Achillesferse für Peter. Okay, wie geht's denn weiter? Bis 3 Jahre alt werden lassen. Und dann kann ich am ersten Wettbewerb mit teilnehmen. Puh, cool. Wir gucken mal eben gerade in die Kommis, ob jemand von euch mir gleich mal was angeboten hat. Die Freundschaftsanfrage nehme ich gleich an. Butterfly Lea schreibt: Herr Peck, ich wollte dir sagen, dass du echt coole Videos machst. Falls du irgendwann mal Hilfe brauchst, kannst du mich gerne fragen. Kannst du mich auf mich verlassen? Dann der Butterfly Lea. Lea, vielen Dank, das ist echt süß. Und ich stelle euch ja immer die Fragen, wenn irgendwas nicht passt. Die Nicole! Ah, schau mal, die Nicole. Sie hat für mich eine Box reserviert. Okay. Wie kann ich da rein? Müssen wir mal gucken. Da hat sie eine Box für mich reserviert. Und wie komme ich da rein? Wie finde ich das jetzt? Oh, danke schön. Oh, du bist so süß. Wie komme ich denn jetzt hier rein? Wie komme ich jetzt hier in Nicoles Pension? Okay. Wettbewerb Mitarbeiter. Reizzentrum bitte es an. Aber jetzt, warum kann ich denn jetzt nicht hier die auswählen? Das verstehe ich nicht. Ich mache mal hier wieder eine Kopie. Eine davon ist leer. Eine davon ist, da ist auch leer. Aha. Jetzt gucken wir mal. Gucken wir mal, ob wir die Box jetzt finden. So, warte mal, dann gehen wir mal wieder auf mein Pferd. Ich brauche für beide brauche ich ja eine Box. Komm, wir suchen mal hier. Und jetzt gucken wir mal wieder und suchen mal nach... Ah, reservierte Boxen. Aha. Aha. Von Nicole. Guck mal, Nicole hat mir hier eine Box reserviert. Was, 60 Tage? Für 60 Tage 12.000, Nicole? Geht das nicht anders? Weil ich würde die gerne immer ein bisschen wechseln lassen. Hast du da keinen... Also ich finde es total süß, dass du das machst, aber gibt es da keinen so einen Deal irgendwie? Guck mal, hier zum Beispiel die Melissa hat... Dann nehme ich jetzt die Box, nehme ich auf jeden Fall für 3 Tage. Oder machen wir gleich 10 Tage? Nee, machen wir mal 3 Tage, oder? Dann kann ich ja immer wieder zu Melissa reingehen. Genau. So, jetzt haben wir für Peter was. Und jetzt gucken wir nochmal für meinen Tinker. Da, wen nehmen wir denn da noch?
Die Nicole, ja, die hat halt hier kein Angebot, oder? Das ist ein bisschen dämlich und ich habe nicht so viele EQs, dass ich jetzt auf einmal für 60 Tage 12.000 EQs hier in den Rachen schieben kann. Dann gehen wir hier wahrscheinlich die Box verfügt oder dein Tränke. Ja, das ist natürlich schön. Die Luna Laura. Das ist natürlich schon so ein bisschen interessant. Gucken, was sie da alles hat. Mit GIFs und allen möglichen Klimbims. Allerdings sind das natürlich auch hier 10 Tage, ne? Reservierte Boxen. Wieso sind das nicht mehr? Wieso hatte ich jetzt davor? Hatte ich doch noch mehr, oder? Nee, nicht? Laura Blackwater. Ein Tag, drei Tage. Machen wir mal 10 Tage. Gehen wir mal hier zur Laura. Da weiß ich gar nicht mehr, ob ich da beim letzten Mal schon war. Ich glaube nicht. Ich glaube, da war ich auch bei der Melissa, oder? Bin ich da drin? Ich bin nicht sicher. Ja, Nicole, es tut mir leid, aber das ist jetzt ein bisschen doof irgendwie, weil das halt für so lange Zeit ist, ne? Ich möchte so lange eigentlich keine Box mieten. Also, denkt daran, wenn ihr eine Box an mich vermieten wollt und mir eine reserviert, achtet darauf, dass es maximal 10 Tage für mich ein Angebot gibt oder halt eben für 3 Tage wäre mir absolut am liebsten für 3 Tage. Das ist dann nämlich ganz cool. Okay, dann boxen wir das jetzt mal nicht ein, oder? Ich weiß nicht, boxen wir mein Ding mal. 10 Tage finde ich schon ein bisschen lang, ehrlich gesagt. Guck mal hier, wie es hier weitergeht. Die Nicole, genau, das habe ich gelesen. Nicole, wir haben es gerade auch schon getestet. Wir haben es gerade ausgetestet. Melissa schreibt, sorry. Ich glaube, ich nerve dich schon. Nein, du nervst nicht. Nicht sehe oder ob sie fürs falsche Pferd reserviert ist. Warte mal, könnten wir nochmal da. Hallo, ja, hallo, Anna.
haben wir denn hier? Eine klassische Satteldecke. Muss ich mir die kaufen? Wieso habe ich null davon? Ah ja, guck mal hier, da habe ich... Ach, das ist die... Hä? Ist das jetzt meine Ausstattung? Oder kriege ich... Wie läuft das? Muss ich das erst kaufen? Wie habe ich denn das bei Peter gemacht? Ach so, ist meine Tinkerdame schon älter? Oder habe ich da auch eine Ausstattung drin? Wo sehe ich denn das? Wo sehe ich in meiner Ausstattung? Nein, Animation, okay. Nein, sehe ich auch nichts, okay. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz genau, wo ich meine Ausstattung sehe, aber vielleicht hat Peter auch gar keine. Das ist natürlich eigenartig. Und wo kriege ich jetzt hier die Ausstattung her? Also, muss ich die kaufen? Kostet 200 Ikis. Oder kriege ich die irgendwie anders her? Oder kann ich die irgendwo gewinnen oder so? Oder wie ist das? Oder muss ich mir die kaufen? Da bräuchte ich mal noch eure Hilfe. Schreibt doch mal rein ins Kommentarfeld, wie läuft das? Wie läuft das ab? Wie macht man das, ne? Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Bis gleich und zum nächsten Mal. Tschüss.